Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Leon ein neues Video hochgeladen. Wie viel ist dein Outfit wert? 300.000 Euro Rekordoutfit. Und das kurz nachdem erst das Video mit UFO gekommen ist, 200.000. Die meinten ja von wegen Rekord in Deutschland. Ja, wurde mal kurz übertroffen in wenigen Tagen. Und ich würde mal sagen, wir geben uns das Video zusammen. Geht 11 Minuten. Aber ja, ich würde auch nicht länger dran rumfackeln. Let's go. With you a half million euro. It's a Hublot Ferrari, ja? Hublot Ferrari. Hublot Ferrari. Eine Richard Mille Ohr. Ah, Richard Mille. 200.000. Die kosten alle so um den Dreh rum, 200.000. Ich glaube, Farid Bang, seine war doch auch eine Richard Mille, kann es sein? Der hat ja ein geiles Video oder ein geiles Bild, was? Ne, es war ein Video, wie kann man ein Haus hochheben? Und da hat er halt seine Uhr dann hochgehoben. Euro, crazy. How much money for the Louboutins? 1200 francs. But very nice, I like that. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zum neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist ein Outfit wert? Und ja Leute, ich werde in den nächsten Tagen ein riesen Gewinnspiel starten. Das Gewinnspiel wird auf meinem Instagram-Account stattfinden. Deswegen addet mich auf jeden Fall dort, blende ich nochmal hier ein. Und ja Leute, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, habt jetzt nochmal die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn genau dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und dann würde ich sagen, Leute, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Peace. What's your name? Gabriel. Gabriel. Yeah. Gabriel. Where are you from? Switzerland. Switzerland? Yeah. Ah, Schweiz. No, das erklärt einiges. Ah, French. French, okay. Because I'm from Geneva. Ah, from Geneva. Yeah. Okay. What are you doing here in Hamburg? The holiday, you know, because my girlfriend lives in Hamburg. Ah, okay. With family, so I come visit sometime. Ah, okay. Okay, perfect. Yeah. Do you like Hamburg? Yeah, I like a lot. It's beautiful city. Beautiful and more cheaper. Yeah, yeah. Switzerland, it's very expensive. Scheiße. Very, very expensive. But it's good money too, you know. Yeah. When you work, you have good money. It's the same like Hamburg. Everything is cheap, but money, it's okay. You don't get so much money here. Yeah. Okay, you have a very nice outfit. I like that. Thank you. Let's start with your shoes. What kind of shoes are that? I don't know the model, but I buy Nike, you know. Well, I buy it for fitness normally. Yeah. For the gyms. Richtiger Playboy aus der Schweiz. A lot of fitness? Yeah, I want to make one competition final year in London in October. Really? Yeah. Okay. So I'm coming Hamburg to train. I train in McFit. Yeah, which McFit here? St. Georg? Next to Steindam. I don't know. Ah, okay, it's one there. Yeah, because I live next to this fitness, so I train there. Yeah. Okay, nice. How much money did you pay for the shoes? 120 francs, yeah. Okay, your pants. Which brand is it? Pants Off-White. Off-White, Leute? Off-White, yeah. Okay. Where did you buy it? In Off-White, size. Internet site. Oh. Off-White. And the jacket, I buy it on Instagram, one page on Instagram. Okay. This is not original, yeah? This is 1-to-1. Ah, okay. Can you show from back? Yeah. It's not original. Yeah, it's not original because, you know, look. You see the this one? Yeah. This is not the real one. Yeah. Krass, you know, I have the shoes Off-White original and this. Also deswegen kauft niemals auf diesen Instagram-Seiten. Wie gesagt, nicht legit. Die haben den verarscht. Der hat wahrscheinlich den Originalpreis bezahlt, aber es war nicht original. Ja, schon miese. Aber der ist auf jeden Fall am Boden geblieben. Er zieht es einfach trotzdem an. Killer Typ. But this is not the real. Ah, okay. So be careful, people. Yeah. Who buy an internet this is not the original zip. Yeah, I see. So yeah, the jacket. How much money for the jacket? $150. $150. Yeah. Yeah, and this I buy on the side, $500. Aber the pants is original. Yeah, the pants. Yeah. Okay, entspannt. Your Gucci bag. Gucci bag too. Yeah, this I buy in Gucci in Geneva. Yeah. Yeah, 230, I think. 230. Yeah. Okay. Nice. Your T-shirt. Nike. This I have long time, 2 years. Nike T-shirt. Yeah, Nike for T-shirt. For fitness yeah. Or? Yeah, for fitness. Sport. Yeah. Yeah. How much money? This is 30 francs. 30 francs. 30 okay. Francs. Easy. Your watch. This watch is expensive. It's expensive. Show a little bit to the camera, a little bit. Show. It's a Hublot Ferrari, yeah? Hublot Ferrari. Krass. How much money? 200.000. How much? 300.000. 300.000? Yeah. Scheiße.
crazy. Is it original? Scheiß. Einfach 300.000 Euro Uhr. Und er fragt, is it original? Krass, 300.000 Euro Uhr. Original. Yeah, it's original, but you need the key there, you know? You need the key. Yeah. And the key for Hublot, you need that. Yeah. To have in my home. And you must turn, it's like one pistol, you know, like one gun. Yeah. And you push it there and this turn, and this, they fix it. Ah, okay, this okay. Yeah. Very nice. Yeah, you can look. Krass. Okay. Aber echt aufpassen, dass man den nicht fallen lässt, Leute. Er gibt ihm einfach eine 300.000 Euro in die Hand. Alter, kranker Typ. Sehr nice. Sieht aus wie, it looks like a Ferrari engine. Ja, yeah, yeah. Okay, die Dächer wie der Motor. Nice. And where did you buy it? This my father buy for me, you know. For my birthday, 18 years old. Ah, okay. So. Fuck, Leute. Er kriegt einfach zum 18. Geburtstag eine 300.000 Euro von seinem Vater. Kann man machen. Krank. Okay, very Gift. Nice. It looks very nice. Krass. Also die Uhr sieht krank aus, Leute. Ich wusste schon, die wird teuer sein, aber dass die Uhr 300.000 Euro kostet, Leute. Krank. Rekord in Deutschland auf jeden Fall gebrochen. Ja, yeah, your rings, your yeah, this here. Ring is gold, this not. It's gold here? Yeah, it is gold. With yeah. Diamonds? No. No, this is not real diamonds, no. How much money for the ring? This is about 100 franc. 100? 100, yeah. Ah, easy. And it's not full, yeah? It's full. Only, what is his name in English? In French, vergoldet. Plaque. It's a bisschen vergoldet wahrscheinlich, Leute. See, yeah, it's just a little bit on the outside gold. Yeah, outside yeah. Gold, it's not full, yeah? Okay, easy. Yeah, this one 20 in one shop, these two. Yeah. And this I buy in Hamburg there. Yeah. 90 euro, these three. 90 in Repaban. Repaban. Repaban, yeah. Okay, easy. Your chain here? This chain in Repaban by my girlfriend too. Übelst der sympathische Typ, also kommt echt sympathisch rüber. Killer Typ auf jeden Fall. Ah, okay. And this one I have from Switzerland, I pay 20 franc this one, and this one I don't know. Okay, easy. I have from gift, yeah. Okay, perfect. Do you have anything else? Wallet or? Wallet, yeah. Oh, I don't know if I have one. Ah, yeah. Yeah, wallet. Gucci wallet. Ah, Gucci wallet. Yeah. How much money for the Gucci wallet? 100. 100? Yeah. It's cheap? Yeah, it's cheap, yeah. Yeah. It's very old, yeah. Yeah, okay. And nothing more. Nothing more. Just a knife. Yeah, yeah. Are you serious? It's Bescheid, Leute. Do your cap. Oh, sorry. Er muss halt auf jeden Fall seine 300.000 Euro auf verteidigen können. Killer. Last one. This cap I buy in Claire's. Claire's, you know this shop? Claire's? No. Claire's, yeah. Yeah, Claire's. This one I was there. I buy, you know. How much money? 20. No. 15, 10. Not expensive. Ah, okay. 15, 10 euro, easy. Okay, Leute. Blend euch jetzt mal den Gesamtpreis hier ein. Krank. Ich höre krank. May I ask you, how can you buy a watch like this, or your dad, or... What are my you dad, working? My dad is architect, you know. Ah, your dad is he's architect. Architect, Paris, okay. Yeah, and he have a lot of money, he's older. Yeah. He have his... Also, Freunde, werdet Architekt in der Schweiz. Ich denke, da fließt die Patte auf jeden Fall. The company and everything, so he buy me this. Because I'm fun for Publot, you know, and watch, I love watch. Yeah. And yeah, he buy me this for birthday, 18 years old. Do you have more watches at home? Für den 18er. Yeah, I have one in car. My car is a little bit more up. One Richard Mille. Richard Mille, do you have 1103. RM 1103. How much money for the Richard Mille? 200,000. 200,000 euros? 200,000, yeah. So you have with you a half million euro? Half million, yeah. Great. But in material, not money, huh? Yeah, no because money. Because this for money is hard. You don't läuft einfach mit einer halben Million rum. Krasser Typ. Find too much people to give, you know. Can I ask which car do you have? Card. Which car? Which car? In Geneva I have a Lamborghini, you can see in the Instagram. Yeah. And there up I have one Mercedes GLA. GLA? GLA, 500 MG. Ah, okay. Yeah. Are you also working? Yes. I work.
work with my father architect. Ah, with your dad together. I try to go inside company, but I need to study a lot. Yeah. And I'm personal trainer in Geneva. Okay. And my fitness is, the name is Let's Go Fitness. Yeah. So yeah, I'm personal trainer in my city. And architect, I work with my father, so that's all. Okay, very nice. Okay, Leute, ich frage ihn jetzt nochmal ganz dreist, ob wir uns die Richard Mill nochmal angucken können. Das wäre echt krank, weil ich habe noch nie so eine Richard Mill gesehen. Is it possible that we go to your car and can see the Richard Mill? Yeah, of course. Yeah? Yeah. Okay, very nice. Of course. Go, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich sehe schon das Auto. Is that here your car? Yeah. Oh, very nice. Ah, it's not GLA, it's a GLE. GLE, ja. Yeah, GLE, nice. So, ich bin echt mal gespannt, Leute, was wir jetzt hier am Start haben. Zeig mal ran jetzt hier. It's there, but this is broke. I need to bring to Richard Mill. Yeah. To make it, you know. Because look, normally come there, one piece, you know. Yeah. And I must push. Na, da ist der Bolzen raus. And this tail. Ah, okay, perfect. Can I? Krass. Yeah, yeah, okay. Hier, Leute, eine Richard Mill Uhr für 200.000 Euro. Also auch kranke Uhr. 200.000 Euro. Mann, es ist einfach krank. Und bei so einer Uhr fliegt halt mal der Bolzen raus. Auch oh, nicht schlecht. 200.000 Euro für den Richard Mill. In Greendale lebt ein Mädchen. Okay, are you not scared to let it go? Yeah. No, we're in Hamburg, right? Yeah, wir sind in Hamburg. Ich glaube, der weiß nicht, was so abgeht. Da sollte echt mehr aufpassen. Ich glaube, der weiß nicht, was so abgeht. Gerade in Großstädten. Das juckt doch die Leute nicht, ob die da die Scheibe einschlagen und die Uhr weg ist. Naja. Also sollte echt darauf aufpassen. Aber sympathischer Typ, echt bodenständig. Killer-Typ. People who can, yeah, but if they know, it's out of camera there, so it's okay. You want to eat in a Repavan or something, okay. Yeah, okay. But it's okay. Okay, and that's your car here? Yeah, that's my car, the second one. Yeah. The girl is daughter of mine. Second one. And she's mother, you know, so it's out of more place. Ich glaube, der hat vorhin gesagt, sein Erstwagen ist der Lamborghini und es ist sein Zweitwagen. Krass, krasser Scheiß, Mann. Yeah, of course. Place. I have my bagage there behind. Ah ja, ja, seine Koffer nochmal, seine... Ja. Oh, hier nochmal, Leute. Ja, Louis Vuitton-Tasche. Ja, oh, Louis Vuitton. Okay. Ja, oh, Louis Vuitton. Crazy. How much money for the Louis Vuittons? 1200 francs. 1200 francs. But very nice, I like that. Yeah, I have more. Inside this one, I have a lot of dress. Ah, okay. And that's your Louis bag now? That's my bag for fitness. Ah, for fitness, the Louis bag, Leute, ihr wisst Bescheid. How much money? 1,200? No, this 700 this bag. 700? 700. But this is old, yeah? It's old, very old model. Yeah. Yeah, so they are... My things for fitness, yeah. Okay, easy, perfect. Yeah, yeah. Ah, BCA, okay, easy. Yeah, BCA, booster, you know. Yeah. This for pump. For pump, alles da, Leute. Alles. You have everything. Yeah. Okay, Leute, checkt ihn auf jeden Fall auf Instagram ab. Ganz krank, feier ich. Okay, Gabriel, thank you very much. Ich höre Killer-Typ, abonniert ihn auf jeden Fall. Hier habt ihr seinen Namen gesehen von Instagram. Ich höre krass. Thank you. Leute, Richard Mill am Start, hier in Hublot, ja. Ferrari. Rekord ist auf jeden Fall gebrochen, Leute. Und checkt den Jungen auf jeden Fall unbedingt bei Instagram ab. Okay, Gabriel. Der Typ ist auch ultra breit, also unnormal. If you are next time here in Germany, let's stay in contact. Maybe we can make another video. Okay, perfect, okay. Thank you. So, Leute. Also auf jeden Fall killer Video gewesen. Ist killer Typ, ohne Spaß. Gucken wir mal noch kurz in die Kommentare rein. Ja. Ich höre, das ist bisher der sympathischste in der ganzen Geschichte von wie viel ist dein Outfit wert. Ja, Mann. Krass. Also wirklich krass. Wie gesagt, abonniert ihn gerne. Abonniert mich auch auf Instagram. Und dann würde ich sagen, dann war es auch schon mit dem Video. Und dann sehen wir uns. Peace.